willkommen im Marbacher Teeladen. Mein Name ist Silvia Reuschlin. Ich betreibe dieses Geschäft seit 2009 und freue mich auf Ihren Besuch. Sie befinden sich also hier im Marbacher Teeladen. Dieser Teeladen führt also mehr als 200 verschiedene Teesorten aus der ganzen Welt. Mit verschiedenen Süßigkeiten, regionale Honige, wir haben Liköre, wir haben Brände. So, dann würde ich gern zur Zubereitung vom grünen Tee noch etwas sagen, was ganz wichtig ist, weil wenn man den grünen Tee nicht richtig zubereitet, wird er nur bitter und hat nicht das eigentliche Aroma. Das heißt, das Wasser muss gekocht haben, dann etwas runterkühlen lassen. Wir nehmen eine kleine Portion Tee pro Tasse, das heißt einen gestrichenen Teelöffel, also nicht einen gehäuften, sondern einen gestrichenen Teelöffel für eine Teetasse. Ja, dann Papierfiltertüten, das sind so kleine Säckchen, da gebe ich den Löffel Tee dann rein. So. Dann gehen wir mal darüber zu den Teeschalen, die auf dem Tisch stehen. So. Aufgießen. Und 2 bis 3 Minuten nach Geschmack ziehen lassen. Während wir warten, was haben Sie noch hier in Ihrem Laden? In einer kleinen Ecke führen wir eine Modeboutique für Damen mit damenhaften Figuren, schöne Kleider, Taschen, Schals und jede Menge Accessoires. Das ist ein kleiner Teil unseres Lebens, wo wir dort oben ausgestellt haben, verschiedene alte Musikinstrumente. Meine Frau und ich, wir sind beide Westernreiter. Da findet sich hier und da immer mal wieder ein Sattel dazwischen. Damit sich die Blätter alle schön entfalten können. So, Sie dürfen sich gerne setzen. Vielen Dank. Und die Tasse Tee genießen. Ich weiß, warum ich diese Videos gerne drehe. Vielen lieben Dank. Das ist das Schild, was immer da steht. Ja, das steht immer draußen dann auf der Straße. Ne? Prima.